Ich bin gespannt, zu welchem Zweck wir ihn brauchen werden. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bin. Das ist in Ordnung. Ich kann mich gut selbst verteidigen. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Auf gar keinen Fall. Unsere Ziele werden niemals gleich sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Bullshit. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Nichts, was dich interessiert. Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Das wirst du lieber meinen Leuten. Ich weiß überhaupt nicht, was sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Rookwood würde sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Gratulation, alles was du sagst ist falsch. Fantastisch. Okay. Das habe ich vom Sehen drauf, bin ich vorbereitet. Das kann ich natürlich nicht, wenn es so sehr wackt hier. Ein Lamm auf der Schulter. Du kannst dich ewig standhalten. Wir werden ja sehen. Boss. Und hops. Ich bitte dir das Leben nehmen. So macht man das. Glaub nicht, dass du das hier überlebst. Ich bin eh ständig geflogen. Ich kenne Tod von oben. Es sind noch viele andere Sachen. Mach's doch schon. Deinen Gegenständen. Das war noch nicht alles. Du bist ziemlich leicht. Bisher läuft's chillig. Zu mächtig. Ich geh da mal ein bisschen looten, wenn ihr nichts dagegen habt. Sehe ich anders. Kiste. Was? Ego. Ja, Boss. Kiste. Was? Oh. Ich wurde verletzt. Ein Kratzer. Wie schlimm.
Oh. Da wird's mal spannend. Ein bisschen. Soll ich die Schwierigkeitsstufe hochstellen? Tränke. Also. Das wirst du nicht noch machen. Ich glaube nicht. Mal sehen, was du mit meinem Imperium anstellst. Och, die gehe ich auch noch hin. Erstmal er aber. Feuer. Erstmal Feuer. Zu langsam. Könnt ihr nicht selber kämpfen? Braucht ihr da einen Feri für? Du brauchst ne, ist das dann? Geh zurück in dein Grab, wo du herkamst. Auch auf dem Feld. Ich komm auch mit. Ist sie mal was Besonderes, dass der mitkämpft. Ein Kampf auf der Schiff. Dann können wir die auch mal. Setzt ja aber der Klave gar nicht ein. Das ist ja. Das wäre ja zu leicht. Sind Erschwinderinnen, habe ich auch noch nicht kapiert. Das sind doch irgendwie Schlangen. Ich hätte gleich noch dazu, dass ich fast ein. Ich bräuchte ja gleich nochmal einen Zaubertrank.
Okay. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Wo ist denn Ferien? Ihn ja nach dem nächsten. Defendo ist schon ein mächtiger Zauberspruch. Oh Mann. Wieder Feuer. Also der ist schon. Ich soll nicht so herumhüpfen? Okay. Hier können wir mal ein bisschen looten. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Oh, Kacke. Schwach. Gut, geht ja auch noch. Der kommt bis zu Ferien. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, das hat mich dabei gerade ein bisschen auf den Vier konzentriert. Axtabot zurückzuschlagen? Mach ich doch die ganze Zeit. Mach nichts anderes. Langsam wird es ein bisschen spannend. Immer wieder was hinzufügen. Oh, Kacke. Und wird nachlässig. Du kannst nicht ewig standhalten. Ich gucke zu, dass meine Augen verschwinden. Wo ist ein Krugputz? Einen dieser Schüler wird nie mehr. Ich
So, ist mal vorbei hier. Okay. Ist jetzt tot. Tja. Unglaublich. Rockwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber erst muss ich zurück in die Kartenkammer und Fake berichten, was passiert ist. Er hat sich ordentlich gewehrt. Jetzt erstmal gucken, ob wir hier ein bisschen Ausrüstung dabei haben. Das wird natürlich sofort geändert. Nö, hier gibt's nix. Ne Hut. Nö, auch nicht. Ein bisschen Geld. Es wird hier erstmal gelootet. Läuft der Stream noch? Revelio. Zu schade. Und verzeih ich 3. Okay. Nehmen wir mit, was wir nehmen können. Revelio. Und kein Fieri-Köpfer. Das ist eine Kiste. Stehender Stapel Bücher. Und wahrscheinlich die Kiste drunter zerstört beim Kampf. Hier ist eine Kiste. Aha. Sonnenhut. Aha. Hier mehr nichts Gutes mehr. Revelio. Nö, ich glaube, die haben mal gelootet. Alohomora. Komm, ein Häschen befreien. Das mache ich doch gern. Lauf, Häschen, du bist frei. Revelio. Wozu? Wozu Schergen einen Hasen fangen? Weiß ich auch nicht. Vielleicht zum Essen? Bist du deutlich interessanteres? Auch wen haben wir denn hier? Ein Wilderer. Ich sage dir. Der soll jetzt nicht der Rückenkampf sein. Gute Nacht. Tierwesen in der Nähe. Revelio. Was haben wir denn hier? Ach, das ist doch so ein... Alohomora. Wie hieß das Ding? Das
Katzenartiger. Habe ich schon wieder vergessen. Zwei davon müssten wir noch im Inventar mit uns umschleppen. Ein Kniesel. Den haben wir noch gefangen. Da hatten wir doch mal eine Quest. Okay, hier waren wir glaube ich schon. Na dann. Fliegende Ziege. So, auf zur Kartenkammer. Das bedeutet Ärger. Und ich bin ganz allein. Oh, ganz allein. Gerade Victor gut besiegt. Du fürchtest dich vor unserer kleinen Wildermann. Zeit für etwas mehr Tempo! Ja, wir wollen zurück. Auf nach Hogwarts. Da haben wir inzwischen die Gegner schon besiegt. So viel dazu, das Ziel ist am Horizont. Es kam schnell auf uns zu. Okay, höher steigen können wir gerade nicht. What the fuck? Da verschwindet Hogwarts gerade mal eben von der Bildfläche. Auf der Ebene landen. Oder auch nicht. Über diese Brücke laufe ich für Kiana. Obwohl sie hier noch nicht ganz fertig geladen ist. Nicht optimal aussieht. Rein nach Hogwarts. Ein Uhrenturm. Ich habe heute Angst vor Türen. Deswegen macht man eine Schnellreise. Wir müssen uns möglichst bald treffen. Ich habe von Joanna Bickel eine interessante Eule über Harlow erhalten. Ja, Harlow. Sie dürfte ohne seinen Chef nicht mehr so ein Problem sein. Ich guck mal auf die Quests. Würde mich fast sagen, dass man jetzt mal wieder was anderes machen könnte. Beziehungsquests hier. Aha, beim Cup am Herrenhaus. Aha. Zurück kurz vor Redrock. Dann würde ich glatt mal sagen, so spannend das auch ist, kann auch kurz glatt ein bisschen warten. Also hier sind wir gerade eine Schnellreise hingerannt, aber ja, geht's gleich wieder los. Ich würde sagen, ich mache erstmal Angstbewältigung.
Man lauf von der Kartenkammer hoch bis ins bis in den Raum der Wünsche. Im Raum der Wünsche müssen wir noch was machen. Mal ein paar Tierwesen loslassen. Das hat man auch lange nicht mehr. Zur Seite. Bei Tambasade. Der schlafende Drache. Können wir darüber reden? Dann gebe ich erstmal ein paar Tiere in ihr Gehege ab, dann können die mal in Ruhe. Wenn sich die sich mal ausleben, während wir hier ums Finale kämpfen. Ums Überleben von Hogwarts. Ich würde den Raum der Wünsche mal markieren. Was? Wo bin ich jetzt hin? Bin ich jetzt schnell gereist? Irgendwo ein Astronomieturm. Das wollte ich nicht. Aber es verkürzt die ganze Sache. Aha. Zum Astronomieturm ging es dort lang, oder? Ich mich da. Ja, hier. Das ist zum Raum der Wünsche. Warum muss ich Nati eigentlich. Warum müssen die Beziehungsfrist eigentlich immer außerhalb von Hogwarts stattfinden? Das ist doch. Dann können wir Nati jetzt nicht eigentlich hier in Hogwarts treffen. Wo wir eh schon mal hier sind. Astronomieturm zum Beispiel. Ja, damit wir verschiedene Gebiete sehen und kennenlernen, aber. Ja. Hi, Peeves. Und die anderen Schüler kann man auch mal nur kurz treffen. So, direkt mal hier rein. So, was haben wir hier? Oha. Ach ja, die Brut, die wollte ich verkaufen gehen. Mhm. Okay. Hier können wir keinen rennen. Die ist schon voll. Das Zuchtgehege. Ist hier Platz für die Kniesel? Den Lippen greifen. Artenobergrenze, okay. Das ist ja. Hier seht ihr übrigens die Namen. Ich habe die alle benannt. Ich habe wirklich herausgefunden, wie man die benennen kann.
kann man hier auf R umbenennen. Dann mal Wolkenschwingen, Caligo konnte man nicht umbenennen. Flapsi und Tapsi. Ambridge die Kröte und Blondie und Wolfi sind hier unterwegs. Vielleicht ist da oben noch Platz. Bei dem Phönix und der. Und dem Einhorn. Mit Fox und Simona. So. Könnt ihr noch Gesellschaft gebrauchen? Zum Beispiel den Lord der Küste und zwei Kniese. Wow. Die können wir da nicht umbenennen. Oh, wow. Kniese. Das ist Simona. Das Einhorn. Wie sonst wird das Einhorn. Wie sonst wird das Einhorn heißen? So, jetzt brauchen wir einen weiblichen Namen für Kniese. Kniese männlich. Da habe ich doch einen Namen für. Eine kratzbürstige Katze. Das ist ja herrlich. Null geht nicht. Das sieht aus wie Modi. Das O ging leider nicht. So Kniese weiblich. Ich glaube, Yumi haben wir schon einen Namen, haben wir schon einen gegeben. Dann wird natürlich das Katzenwesen wird natürlich am besten passen. Katze, 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 wer kriegt eine Katze? Will jemand, der gerade vielleicht live zuschaut? Ansonsten können wir auch mal einen Namen ausdenken. Oder vielleicht finde ich einen. Ja. Auf unserem Pen and Paper Server ist doch ein, ich weiß nicht, ob das ist weiblicher Kniesel. Pathfinder. So. So.
So, dann haben wir das mal erledigt. Müssen wir bei Hogsmeade wollen wir mal bei der. Die Händlerin vorbeischauen. Dass wir dann mal die Jungen, die mitgenommen haben, mal abgeben. Bisschen zu Nutty wollten wir. Dann machen wir doch mal eine schnelle Reise. Das liegt hier. Okay, wir werden noch später nach Hogsmeade vorbeikommen. Ah, los, letztes Gefecht. Auch lösen. Dann schalten wir gleich alle auf einmal aus. Haben wir erstmal direkt nacheinander. Hallo. Jetzt auch noch und dann direkt in der Hauptquest dann wahrscheinlich den Kobold. Joa. Christoph von Kalkcroft. Waren wir da nicht gerade eben während wegen des Kampfes? Nee, das ist der. Da haben wir doch unser Reittier gefangen.